Und sie wird sich jetzt selber noch ein bisschen vorstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Und um 15 Uhr geht es dann weiter mit einem Vortrag. So, hallo, ich begrüße euch. Danke, Kada. Okay. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid, dass ihr mit mir hier seid, dass wir dieses Ereignis jetzt hier miteinander zusammen erschaffen. Ja, ich würde mich selber eigentlich eher als musizierende Philosophin beschreiben. Warum, das hört ihr dann gleich. Es ist super spannend, jetzt auch hier zu sein. Letztes Jahr saß ich ungefähr da und habe der Sängerin Juno Lee zugeschaut und gedacht, ach, vielleicht könnte ich das ja auch machen. Ja, und jetzt stehe ich hier ein Jahr später und ja. Sag einfach mal ja. Ja, ah, ah, ah. Ja, ah, ah, ah. Ja, ah, 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 ah. Ich sage ja. Daneben zu stehen, also sag ich ja, weil es mich befreit. Ich hielt mich gefangen, doch nun ist Zeit, weit zu sehen, den Weg zu bestehen, mich weiter erinnern, ich kann anders weitergehen. Drum sag ich ja, ah, 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 ja, ah, 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 ja, ah, ah, nein, 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 lieber. Zum Leben aus. Ein Optimismus, Positivismus, eine Ausrichtung auf ja, das, was alles möglich ist, auch wenn es vielleicht schwierig ist, trotzdem ist es möglich. Und ihr werdet sehen in den anderen Liedern auch noch, dass das immer auch so ein Prozess ist in den Liedern, den ich da durchlebe, dass etwas irgendwie mich beschäftigt, schwierig für mich ist,
mich auffordert, mich auseinanderzusetzen und ich das dann verarbeite, transformiere und in jedem Lied ist so ein gewisser Prozess einfach auch zu sehen. Manchmal ist die Pause auch ganz schön. Und wichtig für mich ist, auch aus vorgefertigten und kleinhaltenden Mechanismen auszubrechen. Und davon handelt lieber Schwingen. Schaffe mit der Musik, die ich spiele. Und in diesen möchte ich den Menschen auch nah sein und lade sie auch dazu ein, mir nah zu sein. Und im Normalfall habe ich da ein eigenes Format dafür geschaffen, das Lauschtauschen. Da sitzen wir dann wirklich im Kreis zusammen auf Augenhöhe und haben zwischen den Liedern noch ein bisschen Raum, um darüber zu sprechen, was gerade gehört, gefühlt wurde, gedacht wurde. Nächsten Sonntag findet das auch wieder statt, hier unten am Strand. Wer Lust hat, dabei zu sein, ihr seid alle herzlich willkommen. Auf den Tischen liegen auch meine Visitenkarten, falls ihr irgendwie Kontakt aufnehmen möchtet und auch schöne goldene Bleistifte, greift zu. Und insgesamt empfinde ich gerade auch wieder eine sehr herausfordernde Zeit.
dass mein Einsatz, der auf das Neue ausgerichtet ist, auf Freiheit ausgerichtet ist, auf Liebe ausgerichtet ist, immer wieder herausgefordert wird aktuell und ich auch viele Blockaden treffe und es sehr spannend finde, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich damit umgehen kann. Und das eine ist, dass ich Verständnis dafür haben kann, dass das Alte sich wehrt gegen das Neue, dass das, was wir gewohnt sind, einfach bequemer ist oder vielleicht auch Sicherheit vermittelt. Das kann ich auch total verstehen. Hinzu kommt, dass ich als hochsensibler Mensch sehr fein wahrnehme, sehr fein höre und fühle und in dieser Gesellschaft der Grobheit auch Schwierigkeiten oft damit habe und mich immer wieder auch selbst dafür bestärken muss, dabei zu bleiben und trotzdem zu fühlen, zu sehen, zu hören, auch wenn ich manchmal im Außen auf taube Ohren stoße. Und darum geht es in Alles klar. Befreit, das
Wichtig für mich, um der Mensch zu sein und zu werden, der ich bin und noch werde, war mir auch zuzugestehen, was ich eben fühle, was ich sehe und wie es damit ist und auch darüber zu sprechen, wie das ist. Tatsächlich habe ich mir dafür zu Hause auch eine Seinserlaubnis ausgestellt, in der ich mir erlaube, zu fühlen, was ich fühle, zu sehen, was ich sehe und das zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir wirklich ein freies und selbstermächtigtes Leben führen wollen, was für mich auf jeden Fall ein Ziel ist. Und warum ich das nicht tue oder die meisten von uns das nicht tun, hat auch tiefgehende Wurzeln, die ich in diesem Leben auf jeden Fall bis zu meinen Eltern zurückführen kann. Und ich mich fragen musste, ob ich mehr tun darf als sie oder andere Dinge tun darf als sie. Und ja, ich darf. Darf ich größer sein als du, besser werden? Darf ich das tun, was du nie getan hast? Darf ich erkennen, was du Zeit deines Lebens zu verbergen versucht hast und es in mir aufdecken? Und genauso wie ich alles darf, darfst auch du mir zugestehen, ich darf das Schweigen brechen, aus tiefster Seele träumen, mein Leben riskieren, kein Scheitern bereuen, mich in Unbekanntes blind hineinwagen, nur vom Glauben getragen, der in meinem Herzen wohnt, und genauso wie ich alles darf. Vielleicht holt sie ja noch andere. Und auch wenn
Und jetzt bin ich so ehrlich, mein Vater es war, der mir diese Steine in den Weg gelegt hat, weswegen ich auch diesen letzten Song geschrieben hat, war er es auch, der mir schon etwas mitgegeben hat, das mich auch befreit. Und das ist etwas, das ich mit euch teilen will. Und es ist ein Wort, der mein Name hätte sein können, es aber doch nicht geworden ist. Es ist ein philippinisches Wort. Mahal bedeutet Liebe, aber auch teuer, wie mein teuerstes. Und die Endung in macht es zum Verb. Und das Wort Mahalin bedeutet zum Lieben. Und mein Vater hat mir davon erzählt, dass er überlegt hatte, mich so zu nennen. Und es hat mich tief, tief berührt. Und er mir gesagt hat, dass das so ähnlich ist, wie wenn man eine ganz besondere Pflanze hat, um die man sich kümmern muss und die man pflegen muss. Dann sagt man zu dieser Tätigkeit Mahalin. Und ja, kurz darauf bin ich in Tränen ausgebrochen, weil mich das hier berührt hat und das mein Herzensname ist. Aber ich möchte das auch mit euch teilen, denn im Prinzip sind wir alle gleich, was das angeht. Wir alle sind zum Lieben gemacht. Und davon handelt Mahalin. Wenn du den gefangen hast. Lange gesehen und außen gesucht, was mich bewegt, was mir fehlt, zu entkommen dem Fluch, unerfüllt zu sein, wenig wert zu sein, nicht zu wissen, wofür, wohin. Letztlich erkannt, was wirklich zählt. In dieser Welt lebenslang hab ich alles gewählt.
Von der ich da singe und die ich anstrebe, ist es sehr wichtig, mich ganzheitlich wahrzunehmen. Und am Anfang meiner Wahrnehmungsarbeit mit mir selber war es natürlich auch erstmal wichtig, die positiven Dinge hervorzuheben, um mich zu bestärken, um mir Mut zu machen für den Weg. Aber früher oder später war es dann auch notwendig, die andere Seite anzuschauen und zu sehen, dass ich vieles bin, dass ich irgendwo auch alles bin. Ich bin alles, Freude und Trauer, Moll und Dur, nachgiebig und stur, zeige ich mich facettenreich, vollkommen anders und ich gleiche dir.
mach ich mich frei. Weil ich stehe halt auch wirklich dafür und ich sehe das auch wirklich so. Auch wenn wir gerade wohl sehr weit davon weg sind, das im Alltag so zu erleben, ist das in Wahrheit so. Und ich weiß das, weil ich einen außergewöhnlichen Weg hinter mir habe und viel Zeit mit mir selbst verbracht habe und in dieser Zeit abseits von Gesellschaft, von sozialen Netzwerken, also ich meine auch also zwischenmenschlichen Beziehungen und sowas, nicht jetzt das Digitale unbedingt, und gelernt habe, dass viel Weisheit im Leben allein steckt, aus dem wir viel lernen können und auch in uns. Ich befreie meinen Geist. Er ist weit gereist, hat viel gesehen. Ich bin hier, um weiterzugehen. Das Leben ist mehr als Arbeit und Geld. Finde ich in mir den Held, der mehr kann als passend zu sein. Ganzheit verkörpern, naturgemäß gedeihen. Ja, trauen und auf mich bauen.
gestalte ich mein Sein, entfalte mein Können, um es heute zu teilen. Unbeirrt, zuversichtlich hab ich es verdient und das gilt auch für dich. Denn es ist in uns die Kunst, die zeigt, wer wir sind. Das Leben, das ist, wenn wir sind. Das Licht ist. So, danke euch vielmals auch für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit, die ihr euch nehmt, hier zu sitzen und zuzuhören. Und ja, ich komme schon zu meinem Abschluss, will aber noch mal kurz den Hinweis machen. Also meine Lieder entspringen meiner Lebensphilosophie und meiner Lebenserfahrung, die ich sehr gerne mit Menschen teile, aber am liebsten eben in einem vertraulicheren Umfeld. Und am nächsten Sonntag findet hier am Strand mein Lauschtauschen statt, zu dem ihr eingeladen seid, dabei zu sein und mit mir in einen nahbareren Austausch zu gehen über eure Gedanken und Gefühle, ausgelöst von den Liedern, die ich spiele. Ihr dürft auch gerne zugreifen auf den Tischen zu den Visitenkarten und Bleistiften, die ich ausgelegt habe, die ihr gerne mitnehmen dürft. Und ja, wer inspiriert ist und noch mehr Lust hat, seinem Innersten Raum zu geben, dem habe ich auch Raum in Papierform mitgebracht als Geschenke für euch, wenn ihr wollt, Notizbücher. Könnt ihr euch gerne hier vorne abholen, nachdem ich hier fertig bin. Ich danke euch auf jeden Fall. Und überlege, damit ich jetzt aufmache. Erstmal trinke ich noch einen Schluck. Das, wo ich da mittlerweile von jemand anders, da auch wiederum ein Medienanwalt gefragt hat, und der hat gesagt, es ist legal, also du hörst auch egal, also legal, diese Musik zu verwenden, du hörst ja auch. Da auch, also, haben wir schon die ohne Fragen. Nee, das ist gut, dass ich das hier mache, das halt in der Absicht, weil ich ja auch bei Tom weiß, wie viel Arbeit da auch hintersteckt. Und für mich ist die Rechtslage nicht klar und deswegen sage ich, weil erst recht, wenn es halt wirklich, ja gut, ich natürlich mit meinem kleinen Account, aber ich finde es echt. Ich schließe nochmal in Gedenken an die Sängerin, die mich letztes Jahr hier dazu inspiriert hat, umzufragen, ob ich auch hier spielen kann. Also ist nicht mein Anspruch. Danke, Julien, nach Berlin wahrscheinlich. aber geschrieben hat das Lied, weil ich ursprünglich durch jemand anders ausgelöst, aber das Prinzip, das dem zugrunde liegt, ist das gleiche. Ich sehe etwas, was jemand anderes tut und denke, ach, das würde ich gerne machen, traue mich aber vielleicht gar nicht oder bin verunsichert oder was auch immer. Und ja, davon handelt hier in unserem Sein und klingt so. I watch myself watch you do what I think I can do. Even though I want to, I keep looking at you. In my head I hear your style, I'm impressed by what I am.
wünsche euch alles Gute und ein starkes Leben. Nochmal einen großen Applaus für Katrina Lee. Ich danke dir. Danke fürs Teilen deiner Philosophie.